Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Fußballzentrale und heute starten wir rein mit unserer Train-to-Glory-Karriere mit Celtic Glasgow. Vorweg aber nochmal ganz kurz eine riesen Entschuldigung von mir für die Soundqualität im letzten Video, die war wirklich miserabel, aber ich glaube, ich habe es für dieses Video auf jeden Fall wieder hinbekommen, dass die Soundqualität besser ist. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist, aber das war echt, ja, hat mir beim Schneiden wirklich wehgetan, dass das so eine Soundqualität dann war. Tut mir auf jeden Fall nochmal leid, ab jetzt hoffentlich dann wieder ganz normal, vernünftig, dass man mich auch irgendwie anhören kann, mal abgesehen natürlich von meiner Stimme. Aber ich würde sagen, wir fangen direkt an hier mit dieser Folge. Nächstes Spiel steht an in der Liga, es geht gegen Ross County. Wir haben ja unseren Vorsprung in der Tabelle in der letzten Episode deutlich ausbauen können, sind mittlerweile 9 Punkte vor den Rangers. Es sieht also richtig, richtig gut für uns aus. Ja, und normalerweise sollten wir gegen den 9. von 12 Mannschaften in dieser Liga keine großen Probleme haben. Das ist unsere Mannschaft. Ich würde sagen, wir starten direkt rein, können das Spiel schnell simulieren und schauen mal, ob wir den ersten Sieg dieser Episode mitnehmen. Das tun wir. Wieder eine relativ klare Angelegenheit. Ballbesitz technisch, schusstechnisch. Adams und Turnbull machen die Tore. 2:1 für uns. Klar die bessere Mannschaft gewesen. Die nächsten 3 Punkte eingesackt und eventuell nochmal die Tabellenführung ausgebaut. Jetzt steht hier in der Europa League die Entscheidung um Platz 1 und Platz 2 an. Leicester City trifft hier auf uns. Wir aktuell auf Platz 1 mit 11 Punkten. 2 Punkte dahinter ist Leicester City. Heißt also für uns, wenn wir dieses Spiel gewinnen sollten, sind wir ganz klar Erster. Auch wenn wir das Spiel unentschieden spielen sollten, sind wir auf Platz 1. Nur, wenn wir dieses Spiel gegen Leicester verlieren sollten, dann würden wir unseren ersten Platz verlieren. Im Übrigen, ihr habt es hier gerade schon gesehen, Raheem Sterling ist einfach Weltfußballer geworden. Okay, warum nicht? Warum nicht? Ein echtes hat er ein bisschen weit davon weg. Ist ja bei City aktuell nicht mal wirklich der Stammspieler gewesen in dieser Saison. Aber gut, ein guter Spieler ist er auf jeden Fall trotzdem. Ich würde sagen, das hier ist unsere Mannschaft fürs Spiel. Ihr seht auch schon im Übrigen, Velasco verbessert auf 79, Turnbull auf 79 verbessert, Dorsch mittlerweile mit einer 78, Ayer in der Abwehr mit einer 78, Taylor auf eine 73 hoch. Also die Mannschaft verbessert sich auch richtig, richtig gut. Ich würde sagen, das Spiel können wir reinstarten mit einer Simulation. Und dann schauen wir mal, ob wir uns hier Platz 1 in unserer Gruppe in der Europa League in der ersten Saison international für uns als Trainer sichern können. Jetzt gibt es hier, glaube ich, einen Elfmeter für Leicester City. Jawohl, Juri Tielemans wird den ausführen. Wir greifen ein und schauen, ob wir ihn hier mit Gigi Buffon irgendwie halten können. Tielemans läuft an gegen Buffon. Buffon hat die Ecke, aber gut geschossen und Leicester geht hier in der 13. Spielminute in Führung durch einen Elfmeter, durch Juri Tielemans. Ich meine, sie sind ja auch klarer Favorit, wenn man sich die beiden Mannschaften mal anguckt. Das Hinspiel lief aber ja eigentlich ganz gut für uns, muss man sagen. Jetzt gehen wir hier leider aber mit 2:1 in Rückstand. War ein gut geschossener Elfmeter, schwer zu halten, obwohl Buffon die Ecke hatte. Vielleicht hätte man da noch ein bisschen früher springen müssen. Jetzt aber hier wir mit der Chance und dem direkten Ausgleich. G. Adams, 20. Spielminute, alles wieder auf 0 gesetzt. Und so wären wir jetzt aktuell wieder auf Platz 1 in der Gruppe. Und jetzt hier nochmal eine Chance für Leicester City. Und Correa macht in der 45. Minute zu einem ganz, ganz üblen Zeitpunkt für uns hier das 2:1. Man sieht es aber leider auch. Ballbesitztechnisch ist Leicester halt einfach auch besser gewesen. Das muss man einfach ehrlich so sagen. Sie hatten deutlich mehr vom Spiel. Schusstechnisch haben sie jetzt eine Chance mehr gehabt. Die haben sie dann genutzt. 2:1, das ist nicht ganz unverdient. Da muss von unserer Mannschaft auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen mehr kommen. Und wir kommen hier mit der Chance, Netschem, gehalten vom Keeper, aber wir gleichen hier, was die Schüsse angeht, wieder aus und spielen bisher auch eine ganz gute zweite Halbzeit, also eine Möglichkeit haben wir hier auf jeden Fall noch, das Spiel auch noch zu drehen. Vielleicht da jetzt direkt wieder G. Adams, nächste gute Chance, wieder gut gehalten. 75 Minuten sind jetzt hier gleich gespielt, ich würde sagen, wir greifen jetzt ein, wir brauchen zumindest ein Unentschieden, auch wenn die zweite Halbzeit deutlich besser läuft und wir deutlich mehr vom Spiel haben, würde ich trotzdem sagen, wir greifen ein und schauen mal, dass wir hier zumindest noch irgendwie einen Punkt mitnehmen. Aber Leicester kommt hier mit der Schusschance und sie machen in der 81. Spielminute das 3:1. Wieder ist es Correa und damit ist das Spiel hier entschieden. Leicester City holt sich am letzten Spieltag hier die Gruppenführung leider zurück. Ja, das ist dann im Endeffekt so gelaufen, wie es, glaube ich, vor Beginn der Gruppenphase auch gesagt hätte, dass Leicester hier doch klar der Favorit dieser Gruppe ist. Sie sind einfach mit Abstand die beste Mannschaft von den Spielern her. Und das zeigen sie hier leider heute, machen ein gutes Spiel und gehen jetzt hier auch nicht ganz unverdient mit 3:1 in Führung. Und mit diesem 3:1 endet jetzt hier auch das Spiel. Damit geben wir leider, wie gesagt, die Gruppenführung ab.
und werden hier nur Zweiter in der Gruppe. Das heißt natürlich, dass uns jetzt in der nächsten Runde ein ziemlich fetter Brocken drohen könnte. Abwarten müssen wir es natürlich, was da kommt. Da kann einiges kommen in der Europa League. Da kann aber auch natürlich was kommen, was durchaus möglich ist. Wir werden abwarten müssen, wie gesagt. Aber auf jeden Fall ein gutes Spiel von Leicester. Sie haben auf jeden Fall gezeigt, dass sie hier eine richtig, richtig gute Mannschaft sind. Und ich glaube auch, dass sie im Turnier relativ weit kommen können. Aber auch wir haben natürlich Ambitionen und wollen zumindest mal die nächsten paar Runden noch überstehen. Weiter geht's hier in der Liga gegen Kilmarnock. Die sind Vorletzter, also dementsprechend eine relativ einfache Mannschaft, würde ich sagen. Deswegen, wir rotieren noch mal ein bisschen durch. Spieler, die nicht so viel Einsatzzeit in letzter Zeit bekommen haben, kriegen mal wieder ein bisschen was. Zum Beispiel eben Brobbery, Bolignoli auf links, Kamara und auf Steinseite gibt sein Debüt im Tor. Ja, man muss sagen, 19 Jahre, Riesentalent. Wovon der Altmeister kriegt mal eine kleine Pause. Gilmour mittlerweile auf einer 75er Gesamtstärke, somit gleich gut wie Netschirm. Da könnte es bald einen richtigen Zweikampf um die Position geben. Ayer mittlerweile einfach auf einer 79. Der war am Anfang der Saison noch deutlich, deutlich schlechter als Julien. Mittlerweile ist der einfach besser. Also der hat sich richtig gut entwickelt, der Däne. Ne, Norweger ist er. Ups. 13 Jahre alt, auch noch ein richtig gutes Talent. Also der macht richtig, richtig Spaß. Mal gucken, wie wir jetzt mit dieser Mannschaft auf jeden Fall gegen eine relativ schwache Mannschaft spielen. Aber natürlich auch mit einem etwas geschwächten Kader. Normalerweise sollten wir trotzdem keinerlei Probleme haben. Haben wir auch nicht. Klar, die bessere Mannschaft gewesen. 2:0 gewonnen. Turnbull und Che Adams treffen hier. Steinseite mit einem guten Spiel, 8,0er Bewertung und auch ansonsten eigentlich durchweg eine gute Leistung von allen. Soweit ich das sehen kann, Brobbery vielleicht nicht ganz so gut, aber ansonsten alle auf jeden Fall mit guten Leistungen. Wir nehmen die nächsten 3 Punkte mit und kommen der Meisterschaft immer näher. Nächster Gegner in der Liga ist Aberdeen. Die sind auf Platz 7, etwas schwerer Gegner, aber auch das eher eine Mittelfeldmannschaft. Dementsprechend, wir bleiben noch ein paar Leute drin, eben Bolognoli, Brobbery bleiben drin, ansonsten kommen aber wieder die normalen Spieler rein aus der Stammelf, also auch Buffon natürlich wieder im Tor. Christie darf auf der rechten Seite ran. Ich würde sagen, wir können das Spiel hier auch wieder relativ schnell abhaken. Wir simulieren und gewinnen auch das. Unsere Siegesserie geht hier also weiter. Billy Gilmour in der 90. erst, aber mit dem Tor, obwohl wir deutlich, deutlich besser waren. Am Ende nehmen wir hier aber den Sieg mit Gilmour. Man of the Match, schönes Ding. Eine Sache, die ich noch gerne machen wollen würde, ist einen Jugendscout verpflichten, um einfach unser Manager-Rating hochzubekommen, denn da haben wir noch ein paar Ziele, damit kriegen wir das dann hoch. Bisher haben wir aber noch kein Glück gehabt, was die Scouts angeht. Wir hatten einfach keine Top-Scouts, jetzt haben wir einen. Ich würde sagen, den schicken wir auch mal direkt nach Schottland für 9 Monate. Da scouten wir mal, eventuell nehmen wir den einen oder anderen Spieler mit und holen ihn dann wieder am Ende der Saison hoch, wie wir es ja auch schon bei Bayern 2 gemacht haben. Nächster Gegner in der Liga ist Motherwell, wieder auf Platz 7, wie auch schon unser letzter Gegner, auch also eine Mannschaft, die wir durchaus besiegen können. Das hier ist unsere Ausstellung, ihr seht schon, wir langsam aber sicher kommen wir wieder immer mehr zu unserer Top 11, aber so ein paar Spieler kriegen natürlich immer noch ihre Chancen. Ich würde sagen, wir simulieren das Ganze, gewinnen auch hier mit 2:0, wieder Billy Gilmour mit einem Treffer und Julien, also Gilmour. Wieder Man of the Match. Nein, Julien war tatsächlich besser mit einer 9-1. Krass, Respekt, aber Gilmour auch wieder mit einer sehr, sehr starken Leistung. 8,6. Also der Typ rasiert richtig. Mittlerweile hat dann, muss ich ehrlich sagen, bei mir einen Stammplatz ergattert. Das muss man einfach ehrlich so sagen. Weiter geht's gegen Hibernian Edinburgh. Das wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Die sind immerhin auf Platz 3, aber natürlich schon ein gutes, gutes Stück hinter uns. Die Rangers verlieren aber auch nicht mehr so wirklich. Sind immer noch 9 Punkte hinter uns. Also auch da wird es richtig interessant, auch wenn wir noch einen relativ guten Vorsprung haben. Das hier ist unsere Elf, keine Wechsel zum letzten Spiel. Ich würde sagen, auch das Spiel können wir eigentlich schnell angehen. Das tun wir und wir gewinnen auch das und das sehr, sehr klar. 7:0 Schüsse, Turnbull und Velasco treffen hier für uns. Wieder ein richtig, richtig gutes Spiel von allen Beteiligten. Wir nehmen die nächsten 3 Punkte mit und wir haben jetzt, glaube ich, seit Ewigkeiten kein Spiel mehr in der Liga verloren. Wir haben jetzt hier den 1. Januar erreicht. Normalerweise ist das die Mitte der Saison. Das ist schon mal eine schöne Sache. Wir können mal ein kleines Zwischenfazit ziehen hier. Nach 20 Spieltagen, die gespielt sind, sind wir mit 9 Punkten Vorsprung auf Platz 1. Also da sieht es richtig, richtig gut aus. Unsere Mannschaft, muss man auch sagen, hat sich unfassbar stark entwickelt. Also fast auf jeder Position hat sich jemand um ein paar Punkte verbessert. Das sieht richtig, richtig gut aus. Ich denke, die Meisterschaft sollte uns eigentlich nicht zu nehmen sein. Wir sind aber auch noch in der Europa League drin. Also wir können hier wieder eine richtig, richtig erfolgreiche Saison auf jeden Fall hinlegen. Und jetzt ist natürlich die Frage, passiert in diesem Transferfenster noch wirklich was? Ich denke, auch wenn wir auf unser Transferbudget schauen, eher nicht, dass wir noch einen Spieler holen werden. Eventuell verlässt uns noch der ein oder andere Backup-Spieler, aber alles in allem wird hier nicht viel passieren, denke ich mal. Und wir schauen ja auch mal wieder, was unser Ex-Verein macht. Der FC Bayern 2 steht auf Platz 14 in der zweiten Liga. Nach 18 Spieltagen haben sie immerhin 20 Punkte geholt.
und haben zumindest ein kleines Polster von 5 Punkten auf einen Abstiegsplatz. Ich denke, wie gesagt, wenn sie hier in dieser Liga bleiben, das wäre auf jeden Fall schon ein Erfolg. Aber wir haben auf jeden Fall eine gute Mannschaft zusammengestellt, die natürlich auch noch Entwicklungspotenzial hat. Also ich glaube, von Jahr zu Jahr wird die Mannschaft immer besser performen. Aktuell auch nur ein Punkt hinter den Münchner Löwen. Also auch da sehr, sehr interessant zu sehen. Ich habe gerade den Vertrag von Gigi Buffon um ein Jahr verlängert und der hatte halt einen auslaufenden Vertrag, also hatte noch 6 Monate, also müsste er jetzt eigentlich einen Vertrag über ein Jahr und 6 Monate haben. Irgendwie hat er jetzt aber einen Vertrag über 2 Jahre und 6 Monate, also soll mich nicht ärgern so, aber er spielt dann halt bis er 45 ist oder so, warum denn nicht, aber irgendwie ist das doch komisch, wenn ich um ein Jahr verlängere, muss er jetzt eigentlich einen Vertrag über 1 Jahr und 6 Monate haben und nicht über 2 Jahre und 6 Monate, aber klar, für Celtic ist es gut. Und tatsächlich verlässt uns hier noch ein Spieler, Jack Henry, wechselt für eine Ablöse von 2,55 Millionen Euro. Im nächsten Spiel geht's hier wieder gegen die Rangers. Es steht wieder das Derby an, das wird richtig, richtig interessant. Damit dürfen wir dann auch die Meisterschaft dann, denke ich mal, zumachen, wenn wir das Spiel gewinnen. Und ja, man muss mal sagen, ich habe übrigens mal nachgeschaut, wie viele Spiele wir jetzt ungeschlagen sind in Serie, beziehungsweise ungeschlagen ist falsch, die wir nicht verloren haben und nicht unentschieden, also wo wir wirklich eine Siegesserie, man kann sagen, es ist eine Siegesserie, das sind 16 Spiele. Wir sind seit 16 Spielen in der Liga ungeschlagen. Wir haben gerade mal 20 gespielt. Wir haben also nur 4-mal überhaupt Punkte liegen lassen in der Liga. 16-mal am Stück sind wir jetzt hier bisher ungeschlagen und das war halt die eine Niederlage. Ansonsten haben wir 19 Siege aus 20 Spielen, 43-8 Gegentoren, also wir dominieren diese Liga komplett, das muss man leider ehrlich so sagen. Ich hätte mir gehofft, dass es ein bisschen schwerer ist, die Scottish Premiership zu gewinnen, aber man muss ehrlich sagen, es ist relativ einfach. Ich würde trotzdem sagen, wir starten rein ins Topspiel gegen den wohl schwersten Gegner dieser Liga, gegen die Rangers und sehen uns dann gleich wieder. Und damit jetzt hier herzlich willkommen zum Topspiel der Scottish Premiership zwischen uns Celtic Glasgow und den Glasgow Rangers. Das wird hier ein richtig, richtig interessantes Spiel. Das erste Spiel in dieser Saison gegen sie konnten wir ja zum Glück in der letzten Episode für uns entscheiden. Jetzt hier das zweite also. Und das wäre die Vorentscheidung in der Meisterschaft. Wenn wir hier gewinnen, da lege ich mich fest, dann werden wir diese Meisterschaft nicht mehr verspielen. Mal davon abgesehen, dass wir bisher ein Spiel verloren haben. Aber naja, wir sind auf jeden Fall, wenn wir hier gewinnen, ganz, ganz klar durch. Wir sind auch klarer Favorit, davon würde ich mal einfach ausgehen. Das heißt, ich würde sagen, wir starten rein ins Spiel und schauen mal, ob wir hier ein gutes Ergebnis mitnehmen können. Chance für uns, Turnbull. Jetzt weiter auf Jay Adams, der geht mit Tempo ins Laufduell, geht außen vorbei, spitzer Winkel, interessiert ihn nicht. Er macht das 1-0 in der 17. Spielminute mit unserer ersten guten Chance und die nach einer Ecke vom Gegner eiskalt ausgekontert, würde ich sagen. Aber hier natürlich auch im Zweikampf viel zu wenig Gegenwehr vom Verteidiger, das ist viel zu einfach für Jay Adams. Rensch schickt jetzt hier Jay Adams. Jay Adams kann nochmal zurücklegen auf Rensch und Rensch macht das 2-0. Unser Rechtsverteidiger trifft hier nach einer wunderbaren Kombination hier mit Jay Adams. Haben die beiden richtig schön gemacht, wie sie das daraus gespielt haben mit einem wunderbaren Doppelpass und richtig, richtig gut gemacht. Hier wunderbar nochmal zurückgelegt und Jay Adams legt ihn gut auf. Ja, aber Rensch mit einem guten Abschluss. Jetzt hier die Abschlusschance. Erste gute Aktion hier auch von den Rangers. Aber der geht zum Glück vorbei und somit bleibt es hier bei einer guten 2-0 Führung. Rensch, Flankenmöglichkeit, die kommt gut. Velasco nimmt den direkt, hämmert ihn rein. 3-0, 37. Spielminute, es läuft alles für uns. Wir sind hier klar die bessere Mannschaft. Die Rangers haben einfach schlicht und ergreifend überhaupt keine Chance gegen uns. Das muss man leider ehrlich so sagen. Flanke, Velasco nimmt den direkt. Zack, um, passt perfekt. Wir kommen hier schon wieder einfach und schnell gespielt. Sie haben keine Chance gegen uns, Velasco. 41. Spielminute, 4-0. Also muss ehrlich sein, die Scottish Premiership ist entschieden. Keiner kann damit uns ansatzweise mithalten. Und auch hier im Topspiel sieht man einfach, das ist ein Klassenunterschied hier heute. Und das muss man einfach auch, glaube ich, so anerkennen. Und damit ist die erste Halbzeit hier vorbei. 4-0 für uns. Klare Sache. Die Rangers haben hier überhaupt keine Chance, ansatzweise mitzuhalten.
Man muss es leider ehrlich so sagen, die Scottish Premiership ist ein wenig zu schwach für das, was wir aus Celtic gemacht haben. Man muss aber im Hinterkopf behalten, die sind letztes Jahr nicht Meister geworden, sondern die Rangers. Also wir haben die Mannschaft auf jeden Fall so stark verbessert, dass wir hier so eine Dominanz hinlegen, dass keiner eine Chance hat gegen uns, ansatzweise. Ich würde tatsächlich auch sagen, dass wir dieses Spiel nicht noch zu Ende spielen. Ich meine, was hat das für einen Sinn? Es steht 4-0, wenn ich jetzt weiterspiele, zerlegen wir die halt 8-9-0 oder irgendwas anderes, aber auf jeden Fall so hoch, dass es langweilig wird, glaube ich. Ich würde sagen, wir lassen das lieber und fokussieren uns jetzt auf die Europa League. Die Meisterschaft, die ist entschieden, die haben wir schon. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Aber was noch kommt, ist für uns natürlich die Europa League. Da können wir noch richtig, richtig was reißen. Das heißt, ich würde sagen, wir springen hier zum Endergebnis, gewinnen das Ding am Ende 4-0. Es passiert tatsächlich nichts mehr in der zweiten Halbzeit. Ja, aber wir nehmen den Sieg auf jeden Fall mit. Und jetzt fokussieren wir uns auf die Europa League und schauen, dass wir da dann auf jeden Fall noch was reißen, weil da kommen auf jeden Fall sehr, sehr schwere Gegner auf uns zu. Und wir kriegen hier noch ein Monster-Transfer-Angebot rein für Turnbull. 87 Millionen könnten wir theoretisch für ihn fördern. 57 kriegen wir ja schon, aber ey, ganz ehrlich, warum sollen wir das tun? Ich möchte in der Europa League noch wirklich um alles mitspielen. Das ist jetzt das, was ich machen möchte. Junior ist nicht zufrieden, dass wir keine Transfers tätigen. Finde ich auch ein bisschen bescheuert. Wir sind so klar vorne in der Liga. Ja, das ist halt einfach eine ganz, ganz klare Sache. Aber gut, ich würde auch sagen, dass das tatsächlich schon für diese Folge war. Wir machen dann weiter in der nächsten Episode hier mit der Liga, die schon so gut wie entschieden ist, das muss man ehrlich sagen, aber die Europa League. Da werden dann große, große Aufgaben auf uns zukommen. Und da will ich natürlich auch mit dieser Mannschaft so weit wie möglich kommen, denn wir haben eine richtig, richtig gute Elf zusammengestellt. Das sieht man in der Liga, wie gut die funktioniert. Und das wollen wir jetzt in der Europa League dann auch mal gegen wirklich gute Gegner testen. Und dann müssen wir mal schauen, ob das dann auch klappt. Ich würde jetzt aber sagen, wenn diese Folge gefallen hat, lass mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Denn dann sehen wir uns auch das nächste Mal hier wieder in der Fußballzentrale.